Wir sind hier zusammengekommen im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt, was er geschaffen hat. Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich an diesem dritten Advent. Wir freuen uns, dass wir miteinander hier Gottesdienst feiern können. Und ich grüße auch alle, die dann später den Gottesdienst an ihren Geräten zu Hause verfolgen. Herzlich willkommen. Ich möchte grüßen mit dem Wochenspruch, also dem Vers aus der Bibel, der uns durch die Woche begleiten soll. Der steht in Jesaja 40 und heißt: Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Nun wollen wir auch direkt unser erstes Lied singen. Wir sagen euch an den dritten Advent. Lasst uns nun den Psalm 85 im Wechsel lesen. Ich hatte es mir so vorgestellt, dass ich beginne mit allen, die zur Freien Gründerstraße hin sitzen, und dass die Gruppe, die zur Mühlenstraße hin sitzt, dann bitte die kursiv gedruckten Verse liest. Also auf der Seite die geraden Zahlen und auf der Seite die ungeraden Zahlen. Ich beginne mit euch. Herr, du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs. Der du vormals hast deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns. Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für? Herr, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne. Dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. Da
dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir feiern deinen Advent. Du bist im Kommen. Du willst diese Welt und auch uns verändern. Wecke in uns eine Erwartung, die mit dir rechnet. Mach uns offen für deine Liebe. Mach uns würdig, dir zu begegnen. Mach uns fähig, dir zu folgen. Lass uns die Kraft deines Heiligen Geistes erfahren. Lass uns spüren, dass du jetzt ganz nah bei uns bist. Amen. Wir singen, seht, die gute Zeit ist nah. Die Schriftlesung steht im dritten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Wir erinnern uns, im Kapitel zuvor findet sich die von uns Weihnachtsgeschichte stehenden Verse. Genau wie bei dieser Weihnachtsgeschichte gibt der Schreiber des Evangeliums, Lukas, uns eine genaue Angabe der Zeit, in dem das passiert, was er berichten will. In den ersten anderthalb Versen, die ich nicht lese, tauchen 7 Namen auf, die zur damaligen Zeit wichtig waren, als das geschah, was Lukas berichtet. Als wenn er sagen wollte, wie bei der Weihnachtsgeschichte, was jetzt kommt, ist von historischer Bedeutung. Und auch die Einleitung, die sich in unserem normalen Sprachgebrauch so nicht findet, ist ganz interessant. Da heißt es gleich, da geschah das Wort Gottes zu Johannes. Das heißt, wenn Gott spricht, dann passiert etwas, dann geschieht etwas. Und so wird der Wegbereiter Jesu eingeführt. Ich muss sagen, verfolgt das vielleicht beim Lesen jetzt gleich mit, dass seine Botschaft, die in diesen Versen steht, ein wenig im Kontrast steht zu der Weihnachtsgeschichte, die von uns immer etwas idyllisch und fast süßlich erzählt wird. Das, was wir gleich hören, steht auch ein bisschen, meine ich, hier und da im Kontrast zu dem, was Jesus dann später verkündet. Lukas 3, die Verse 2b
bis 14. Da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden. Und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr den künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir nun tun? Er antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, der tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch Soldaten und sprachen: Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Wir wollen unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Er sitzt zu Rechten. Er ist singen das nächste Lied. Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wer heute Morgen mit dem Auto zur Kirche gekommen ist, der hat sich mit Sicherheit zum ersten Mal für heute schon geärgert. Weil nämlich die Stoßdämpfer seines Autos geächtzt haben unter der Beanspruchung auf unseren maroden Straßen. Es wird immer schlimmer und ausbessern hilft schon lange nicht mehr. Im Gegenteil, es ist nur noch ein Flickenteppich. Was würde wohl passieren, wenn sich eine ganz wichtige Persönlichkeit ankündigte? Stellen wir uns mal vor, der Präsident der Vereinigten Staaten hätte Herkunftswurzeln im Siegerland, ausgerechnet in Eiserfeld auf dem Gilberg. Und nun wollte er seine Verwandten besuchen. Da müssten doch die Straßen hergerichtet werden. Seiner Staatskarosse könnte man doch solch eine Straße nicht zumuten. Das wäre doch gar nicht möglich. Da müsste man doch wirklich die Asphaltschäden mal ausbessern. Aber das ist ja nur ein Traum. Das Herrichten von Zufahrtswegen für die Ankunft einer wichtigen Person war schon immer und vor Urzeiten ein Thema. Unser Wochenspruch macht bereits auf dieses Thema aufmerksam. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Das sind zwei Sätze, der eine aus dem 3. Vers und der andere aus dem 10. Vers in Jesaja 40. Und deshalb wollen wir jetzt diesen Wochenspruch auch mal in seinen Zusammenhang bringen. Ich lese Jesaja 40, die Verse 3 bis 5 und 10 und 11. Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Herr, lass uns hören auf dein Wort. Das ist eine große Ansage. Gott will kommen. Einerseits gewaltig mit großer Macht und andererseits sanft wie ein Hirte, der ein Lamm in seinem Gewand trägt, wo es warm und sicher geborgen ist, nah an seinem Herzen. Aber wenn Gott derart groß ankündigt, dass er kommen will, ja, war er denn weg? Jesaja hat oft Gericht predigen müssen, hat wieder und wieder verkünden müssen, dass Gott eine Strafe schicken wird, wenn sein Volk nicht umkehrt. Wenn nicht die Oberschicht endlich aufhört, weiterhin so hochmütig zu sein. Wenn die Menschen nicht endlich miteinander teilen und nicht endlich wieder nach Gott fragen. Gleichgültig waren sie geworden. Fremde Götzen hatten sie sich gebaut. Gott hat lange zugesehen und hat gewarnt. Und er hat dann irgendwann gerichtet. Er hat den babylonischen König Nebukadnezar das Volk heimsuchen lassen. Jerusalem wurde zerstört. Alle Häuser, sogar der Tempel, dem Erdboden gleichgemacht.
Im Jahr 578 vor Christus war es, als die Babylonier die gesamte Oberschicht und die Handwerker deportierten. Nur ein kleiner Rest einfacher Leute durfte in Jerusalem bleiben. Fast 1000 Kilometer Fußmarsch hatten die Israeliten an die Flüsse Babylons gebracht. Sie lebten jetzt schon bereits in der dritten Generation dort und hatten wenig Hoffnung, Jerusalem jemals wiederzusehen. Da trat plötzlich ein Prophet auf, der von neuer Hoffnung sprach. Er sagte: Gott hat uns nicht vergessen. Er hat sich über sein Volk erbarmt und die Wende bereits eingeleitet. Ein neues Kapitel des Jesaja-Buches wird aufgeschlagen. Ganz neue Töne. Gott will sein Volk trösten. Die Knechtschaft soll ein Ende haben und die Schuld vergeben sein. Gott will Neues schaffen. Gute Nachricht für Leute, die im Elend stecken, für die die Katastrophe längst zur Normalität geworden ist. Ihnen, die keine berechtigte Aussicht auf Heimkehr hatten, will Gott Trost und Hilfe zusagen. Wir lesen in anderen Prophetenbüchern, besonders deutlich bei Nehemia, dass der Aufbau der Stadt und der Stadtmauer unter großen Entbehrungen, aber mit noch größerem Elan und Gottvertrauen angepackt wurde. Dass ein großes Fest gefeiert wurde, als die Stadttore eingesetzt waren. Obwohl die Nachbarvölker sie attackierten und den Israeliten das Leben schwer machten, schafften sie die Vollendung der Mauer. Auch der Tempel wurde schließlich wieder aufgebaut. Gottesdienstliches Leben konnte endlich wieder stattfinden. Gott hat dies ermöglicht. Er hat den Ärmel hochgekrempelt. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Ein Herrschaftswechsel von den Babyloniern zu Gott, dem Herrn. Von Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung zu Freude und Frieden. Und die Vision, die dann noch der Jesaja verkündet, die geht weit über die Situation der Israeliten hinaus. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Das klingt doch ganz deutlich nach dem Retter, der etwa 578 Jahre später kommen sollte. Beides hat sich ganz unspektakulär abgespielt. Die einen kehrten heim in eine zerstörte Stadt und fanden nur Trümmer vor. Der andere wird in einem Stall geboren. Von beidem nimmt die Welt herzlich wenig Notiz. Aber beide Male ergreift Gott die Initiative. Er hat sich auf die Seite der Menschen gestellt. Er hat seine Barmherzigkeit, seine Liebe offenbart. Sie kam im Stall von Bethlehem zur Welt. Und dieses Ereignis wollen wir ja bald wieder feiern. Ein halbes Jahr vor Jesus kam Johannes auf die Welt. Wir haben in der Lesung vorhin von Johannes dem Täufer gehört. Er ist von Gott berufen. Er ist berufen, Jesu Wegbereiter zu sein. Johannes lebt in der Wüste. Und ich weiß, dass der mir als Sonderschulskind schon irgendwie unheimlich war. Der war ein Asket, er hatte ein Kamelhaargewand an und eine ganz wilde Frisur und einen noch wilderen Bart und er ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. Er hatte einen Ziegenlederschlauch mit Wasser dabei und einen Beutel mit seinen Habseligkeiten, sonst hatte der nichts. Er ist der Prediger in der Wüste. Und bevor Jesus als erwachsener Mann die Bühne betritt und öffentlich in Erscheinung tritt, bereitet Jesus dieses Erscheinen vor. Natürlich nicht, indem er den Weg in der Wüste planiert und die Pfützen versiegelt. Das Wegbereiten war von jeher ein Bild. Die Täler, die erhöht werden sollen, und die Berge und Hügel, die erniedrigt werden sollen, die sind in unserem Herzen.
Das sind die Hindernisse, die wir aufgebaut haben, um weder Gott noch unseren Nächsten allzu nah an uns heranzulassen. Johannes sieht nicht nur krass aus, der hat auch einen rüden Wortschatz, das haben wir ja eben gehört. Den gläubigen Juden ruft er zu: Glaubt bloß nicht, dass es ausreicht, zu Gottes Volk zu gehören. Das macht euch noch lange nicht zu Gottes Kindern. Seid nicht scheinheilig, seid endlich echt. Es geht in erster Linie nicht um die Äußerlichkeiten, sondern es geht um die Herzenshaltung. Gottes Interesse liegt nicht auf der korrekten Einhaltung der Gebote und Vorschriften, die ja doch nur mäßig gelingt. Gottes Interesse liegt auf der Liebe zur Wahrheit und zum Frieden. Es gibt Dinge, die Gott nicht passen, und es gibt Verhalten, das er sich für ein gutes Zusammenleben wünscht. Erschrocken fragen die Leute: Ja, was sollen wir denn dann tun? Johannes zählt schon mal einen ganzen Katalog auf von Verhaltensweisen, die zu tun sind. Miteinander teilen, niemandem zu viel abknöpfen, niemandem Gewalt antun, genügsam sein, zufrieden mit dem, was man hat. Jesus, der Sohn Gottes, wird kommen, sagt Johannes. Bereitet euch darauf vor, bereitet ihm den Weg, öffnet eure Herzen. Jesus ist wichtiger und stärker als ich. Zu ihm müsst ihr den Weg finden. Das alles fasst Jesus später im Doppelgebot der Liebe zusammen. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Mit diesem Gebot fasst er die 10 Gebote zusammen, und demnach sind die Liebe zu Gott und die Liebe zu unserem Nächsten gleich wichtig. Aber die größte Liebe, die hat Gott den Menschen erwiesen, indem er seinen Sohn als Säugling auf die Erde kommen ließ, im Stall zu Bethlehem. Friede wurde verheißen und Heil. Davon sind wir ja nun leider heute noch weit entfernt. Krieg, Gewalt, Terror sind schreckliche Realität und zur Normalität in den Abendnachrichten geworden. Und wir fragen uns so manches Mal: Ist Frieden überhaupt möglich? So viel Hass, so viel verquertes Denken, so viel Gewalt und Zerstörung. Ja, wir sind noch weit entfernt vom verheißenen Heil. Es steht immer noch aus. Obwohl Jesus gekommen ist, sind wir noch Wartende. Das Reich Gottes ist mit ihm angebrochen, aber noch nicht sichtbar und in ganzer Fülle durchgebrochen. Wir warten ja immer noch auf Christus als dem König, auf den wiederkommenden Herrn. Advent ist ein Dreifaches. Jesus kam und lebte auf der Erde. Jesus ist auferstanden und unser lebendiger Herr. Und Jesus wird wiederkommen als König und Richter. Und auf ihn warten wir. Und warten muss nicht heißen, ein Däumchen zu drehen. Advent ist aktive Wartezeit. Dem Herrn den Weg bereiten. Wegbereiten kann anfangen mit geduldig sein. Geduldig ausharren, darunter bleiben, aushalten, das sind Tugenden, die heute kaum noch gefragt sind. Und doch brauchen wir sie. Wir brauchen sie, um andere Menschen anzunehmen und um unser Leben zu meistern und die Probleme unserer Welt hoffnungsvoll zu bestehen. In Geduld steckt auch die Kraft, auf Veränderung und Verwandlung hinzuarbeiten. Doch in der Geduld hat die Zeit einen wichtigen Platz. Wir lassen uns und den anderen Zeit, damit sich etwas wandeln kann. Geduld haben darf man auch mit sich selbst und mit einer Situation, die nicht geändert werden kann, die eher heitere Gelassenheit erfordert. Geduld heißt aber nicht, sich für immer mit einem Konflikt zu arrangieren oder
faule Kompromisse zu schließen. Wegbereiten kann fortgesetzt werden mit Trösten. Trösten heißt mit dem sein, der allein ist, der alleingelassen ist mit seinem Schmerz und seiner Not und mit seinem Verlust. Trösten heißt auch die Hand halten, über den Kopf streichen, in den Arm nehmen und so zu zeigen, ich bin bei dir, ich lasse dich in diesen schweren Zeiten nicht allein. Trost erfahren und getröstet werden bedeutet, dass ich wieder Standfestigkeit bekomme, dass die guten Worte den Schmerz verwandeln können, dass die Trauer nicht mehr lähmt, sondern einen neuen Weg aufzeigt. Einen Weg, den auch Jesus mitgeht, der ja zu uns gekommen ist in unsere Trauer als der Trost der ganzen Welt. Wegbereiten kann auch bedeuten, barmherzig sein. Barmherzigkeit als Arm, der vom Herzen kommt. Dann nämlich, wenn wir an die Menschen in unserer Umgebung denken, die diese Solidarität von uns brauchen. Wenn wir an Nachbarn denken, die nicht mehr so mobil sind und die sich freuen, wenn wir ihnen Besorgungen abnehmen. Barmherzigkeit gepaart mit Gerechtigkeit üben wir, wenn wir in diesen Tagen an unsere fernen Nächsten denken. Brot für die Welt oder andere Organisationen sind dabei gute Partner, die unsere Unterstützung in die richtigen Bahnen lenken. Wegbereiten heißt, von der Hoffnung sagen, die wir Christen haben. Begleitet von der Hoffnung machen wir uns als Christen und Christinnen gemeinsam auf den Weg. Und dabei, so sagt es Paulus mal, erfülle uns der Gott der Hoffnung mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass wir immer reicher werden an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und noch eins darf nicht fehlen beim Wegbereiten, und das ist unser Lob. Unser Lob gilt dem Gott der Hoffnung, der uns diesen Advent bereitet, der uns an Weihnachten erwartet an der Krippe mit unseren leeren oder übervollen Herzen, der uns die Hand reicht und spricht, lasset fahren, o liebe Brüder, was euch quält und was euch fehlt, ich bring alles wieder. Das ist ein Satz aus dem Lied, Fröhlich soll mein Herz springen. Wegbereiten heißt, Gottes Liebe weitergeben, in Worten der Ermutigung, Hoffnung aufzuzeigen, wo Resignation sich breit macht. Über diesem Warten liegt eine große Freude, denn wir wissen, auf wen wir warten. Wir kennen den, der kommen wird. Wir dürfen mit ihm reden und ihm schon heute alles sagen, was uns bedrängt und was uns freut. Halten wir Ausschau nach dem, was unseren Glauben und unsere Hoffnung stärkt. Ermuntern wir uns in der Gemeinschaft der Gläubigen gegenseitig in dem Wissen, dass Jesus jeden und jede von uns an seiner Seite haben will. Seien wir Wegbereiter, denn Jesus ist der Herr der Welt und er kommt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Folgendes ist bekannt zu geben. Zunächst einmal danken wir für die Gaben in Kollekte und Klingelbeutel. Da waren am vergangenen Sonntag insgesamt 375,47 € in der Kollekte und im Klingelbeutel 350,20 €. Gott segne Geber und die Verwendung der Gaben. Die Kollekte heute am Ausgang ist bestimmt für die CVJM Jugendbildungsstätte in Wilgersdorf. Darf ich euch ans Herz legen. Am nächsten Sonntag ist die Kollekte bestimmt für die Kinder- und Jugendhilfe. Die Klingelbeutelsammlung ist für diakonische Aufgaben in unserer Gemeinde bestimmt. Klingelbeutel geht ja immer noch nicht durch die Reihen, aber wie wir wissen, haben wir draußen zwei Tische stehen und jeweils zwei Körbchen drauf. Steht auch ein Schild dran, einmal für die Kollekte, das wäre heute für die CVJM Bildungsstätte in Wilgersdorf, oder an dem anderen Körbchen steht halt dann Klingelbeutel für die eigene Gemeinde. Ja, Veranstaltungen kann ich nur eine absagen, nämlich das Weihnachtsliederblasen am 18.12. in der Hengsbach musste leider abgesagt werden. Dann wollte ich noch hinweisen, es ist fälschlich in der Siegener Zeitung gestanden, dass der Gottesdienst um 10 Uhr beginnt. Das muss ein Übertragungsfehler gewesen sein. Mag sein, weil die anderen Emmaus-Bezirke alle um 10 Uhr beginnen, aber wir nach wie vor um 10.30 Uhr nicht beirren lassen, auch falls es noch mal vorkommen sollte in Zukunft. In der vergangenen Woche wurde beerdigt Herr Heinrich Güting. Er verstarb im Alter von 82 Jahren. Herr, unser Gott, nimm du Heinrich Güting auf in deine Ewigkeit und sei du bei allen, die um ihn trauern, sei du ihnen Trost und sei du ihnen Kraft. Herr, unser Lebensanfang und Ende liegen in deinen Händen. Wir wissen uns bei dir geborgen. Amen. Wir wollen nun Fürbitte halten und ich bitte dazu aufzustehen. Barmherziger Gott, in der Kälte dieser Zeit suchen wir Wärme. In den düsteren Stunden zünden wir Kerzen an, deren Flammen unsere Gesichter geheimnisvoll zum Leuchten bringen. Die festlich geschmückten Räume und Straßen sollen uns ein bisschen Gefühl von kindlicher Geborgenheit und Vorfreude geben. Manche nennen das alles hohl und deinem Kommen nicht angemessen. Aber wir vertrauen darauf, dass du die Sehnsucht wahrnimmst, die sich hinter diesen Äußerlichkeiten verbirgt. Und dass du die Bitten hörst, mit denen der Heilige Geist uns vor dir vertritt, in der Sprachlosigkeit unserer Seele. Wir können dir nicht den Weg bereiten, wie es recht wäre. Herr, überwinde du alles, denn du kommst gewaltig. Überwinde du alles, was uns von dir trennt, und komm. Komm, heile uns und unsere Welt mit deiner Liebe. Amen. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen. Wir singen nun miteinander noch Tochter Zion und hören danach das Ausgangsstück vom Klavier aus. Und dann wünsche ich allen einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche.